Ja, moin moin an alle. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist bei Blacktail. Die Geschichte von Baba Yaga. Und es wurde gespeichert. Natürlich wurde gespeichert. So, wir müssen hier irgendeinem Geist jetzt hinterherrennen. Ganz mysteriös. Ich sollte gucken, dass ich nicht ins Wasser falle. Ah. Okay, also die Special Effects sind irgendwie lauter als... Die Boborgs. Ah, jetzt lernen wir auch die endlich kennen. Boborgs sind mysteriöse Kreaturen, die ihre Augen und Ohren im ganzen Wald haben. Sie nehmen es unter Umständen nicht besonders gut auf, wenn du sie niederschlägst. Ihre Überreste sind wertvolle Alchemiezutaten. Okay, also tut es meinem Karma auch nicht gut, wenn ich die einfach von den Bäumen schieße, oder was? Boah, bis jetzt habe ich offensichtlich nur böse Sachen gemacht. Da oben ist noch so eine fiese... Spinne. Hängt hier noch irgendwo so eine Spinne? Augen. Lecker, lecker, lecker. Vorstürmen um den... das Haus. Oh no. It's the hut. The one we saw 3 years ago. The same that haunts my every dream. Oh. Just sneak a peek. Look for any sign of Zora. Ja, sollen wir uns die schnell mal angucken, die Hütte? Bow before the master of the house. Ah. They're hissing, huh? Was will die haben? Das Symbol kann ich irgendwie nicht ganz sehen. Ach, so ein Fischskelett. Ach, so ein Skelett. Naja, gut. My mask. It's trembling. Oh, oh, oh. Der Kessel. Neue Fähigkeiten und Upgrades kannst du in der Nähe des Kessels freischalten. Für jedes Rezept benötigst du unterschiedliche Zutaten. Manche Fähigkeiten sind gesperrt und müssen mit einer einzigartigen verlorenen Seele gebraut werden. Drücke E, um Fähigkeiten anzuzeigen. Du hast bereits einmal Herzen gesammelt. Du kannst jetzt den Trank der Vitalität brauen. Und was bringt der mir? Holzpfeile? Scharfschützen. Tiefe Taschen. Okay, dafür brauche ich Honig, alles klar. Trank der Vitalität. Gegengift, okay. Vorsturm, ja, okay, alles klar. Okay. Scharfe Pfeile. Entspannt. Was? Achso. Heilmacherin oder Scharfschützen? Ach, dafür brauchen wir die Zähne. Mehr Holz. Zähne, mehr Holz. Dafür brauchen wir auch Zähne. Okay, das können wir alles nicht machen. Tiefe Taschen, dafür brauchen wir auch Zähne. Gläserne Schuhe, okay. Da müssen wir aber eine ganze Menge Seelen. Okay. Gut, Moral. Oh Gott, wir sind böse. Gut, ich würde sagen, wir sind böse. Ja, dann sind wir eben doch böse. Taten, Igel, Vogel, Vogelfalle. Achso, was wäre gut gewesen? Ich halte mehr Ressourcen aus der Umwelt? What? Gegner hinterlassen nach dem Tod mit deiner Blutkugeln, mit denen du deine Vitalität regenerieren kannst. Gegner hinterlassen nach dem Tod mit deiner Wahrscheinlichkeit. Okay. Also eigentlich dachte ich ja, ich wäre gut, aber... Was hätte ich denn für gut machen müssen?
Also ich... Ha. Moral. Jede gewährte unterschiedliche Vorteile, je nachdem, wie sie erlangt werden. Es gibt zwei Arten, sie zu halten. Du kannst die Hinweise ansehen, wie es geht. Taten. Du kannst dir immer die letzten 5 ansehen. Vor jeder Tat steht ein Symbol, das ihren Einfluss auf deine Moral symbolisiert. Gut oder schlecht? Moralische Haltung. Der Moralbalken am unteren Rand des Bildschirms zeigt deine aktuelle Moral an. Jede Moral gewährt dir unterschiedliche Vorteile. Bestimmte Balken vergrößern, mehr darüber erfahren. Okay. Gut, vielleicht hätte mir man das mal vorher sagen sollen. So, jetzt kann ich den Trank der Vitalität. Nein, kann ich nicht. Bin böse. Ja gut, dann bin ich eben böse. Dann sollten wir das aber meiner Meinung nach jetzt auch einfach durchziehen. Und... Achso. Untersuche die Hütte. Okay, untersuche die Hütte. Oh. Again, but this is not a dream. Well, shit, it isn't. Surprised? Don't you remember all the times I saved your ass before? I... What do you... Better get used to it. This time I'm gonna stay for a good while, princess. I'll also help you get out of this mess you're in. The roots have overgrown this place. Ugh. We'll deal with it. Oh, is this... The one who watches over the world. But look what's happened to him. And to the world. Let him feed off of what you've brought. Press the seal. The seal? Your mask. Also erstmal hammergeil gemacht irgendwie. Sehr düster, ja. Sehr spooky. Vielleicht passt es auch viel besser, wenn ich böse bin. Ja, ich bin nicht sonderlich gut darin, gut zu sein, scheint mir. Und dieses Spiel will wahrscheinlich auch gar nicht, dass ich gut bin. So, jetzt müssen wir hier irgendwelchen Spuren folgen. Was ist jetzt hier? Achso, ich habe noch kein Fischskelett. Those goddamn kids always get their crumbs in the yard. Aha. Okay, bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich mich aber gerne noch einmal umschauen wollen. Kristalle brauchen wir nämlich auch. Hier ist Holz. Da ist eine Spinne. Hä? What? What the heck? Ach, ich musste direkt ins Auge treffen. Ein Pfeil ins Äugelein. So. Ja gut, dann macht es natürlich auch Sinn. So, gibt's hier denn irgendwo noch einen Fisch? Dass ich das vielleicht auch direkt... freischalten kann, was da ist. Irgendwas schwebt doch da. Soll das so sein? Achso, ich kann den Pfeil auch wieder aufheben. Das ist ja nett.
Was ist das? Irgendwo einen toten Fisch. Von hier bin ich gekommen, ne? Oder? Warte mal. Nee, ach so, da gibt es verschiedene Wege. Okay, ich müsste theoretisch nach da. Ja, okay. Aber ich würde ja ganz gerne vielleicht so eine Fischgräte noch finden wollen. Ist das drin? Ach, das sind Pflanzen. Es ist eindeutig zu düster. Ich dachte, das schwebt einfach mal so ein bisschen in der Luft rum. Komisch, das Haus hätte aber auch durchgehend angezeigt werden können, wenn ihr mich fragt. Schade. Nix mit Fischgräten. Und die spawnen scheinbar einfach nach. Völlig unerheblich. So. Erstmal noch ein bisschen weiter gucken. Oh, was ist das? Oh, Honig. Ah, den brauchen wir doch, hä? Guck mal. Mein Gott, Alter. Irgendwas lebt hier. Ich hab doch eben noch was. Ah. Guck mal, ich sehe nirgendwo was von wegen. Oh, das ist so. Achso, nee, das ist nur die Sonne, die scheint. Ich dachte, das wäre etwas Gutes. Das Mädchen mit der Maske. Ja. Ich habe einfach Spaß. Ich denke, wir können den guten Weg bleiben lassen. Der bringt's nicht. Ah, guck mal da. Achso, ich habe keine Pfeile mehr. Und echt nur 9 Stück, hä? Folgt sie den Brotkrumen? Ja, nee, noch nicht so ganz, aber... Wir holen uns ein paar von diesen Eulengeistern. Gucke mal, gucke mal. Ist das jetzt Russisch? Oder was für eine Sprache ist das? Also falls jemand von euch da draußen das auch sieht und es versteht, es würde mich sehr interessieren, ob das Russisch ist. Es wird ja irgendwie auch passen, ne? Also Slawisch könnte natürlich alles quasi aus der Ostblock-Region sein, aber ich vermute mal, dass das alles eher Richtung Russland geht. Gut. Wir machen uns noch ein paar Pfeile. Und dann folgen wir jetzt vermutlich den Brotkrumen. Nix hier mit Fischskelett. Ich dachte, ich finde hier nochmal schnell ein Fischskelett. Was ist hier? Oh, irgendein Tempelplatz. Na, vielleicht kommt das noch. See the vines? Drücke F. Not bad. Okay. Sehr, sehr düster. Mir gefällt es sehr gut. Wir nehmen uns hier mal noch ein paar Stückchen mit. Oh! Okay, da waren die ersten Gegner. Wir haben doch bestimmt was zum Looten, oder? Ah. Was war das? Haben die nichts zum Looten?
dachte ja irgendwie, man könnte die ein bisschen looten. Oh, oh, oh. Ah ja, und hier sieht's dann auch wieder hübsch aus. Oh lol. Also das Spiel kann tatsächlich... Ich kann nicht schwimmen. Wieso kann ich nicht schwimmen? Gehöre ich zu den Corona-Opfern, die nicht ins Schwimmbad gehen konnten und von ihren Eltern das Schwimmen beigebracht bekommen haben? Oder was? Hä? Wer oder was ist hier? Ich höre doch. Ich höre doch irgendwas. Hier ist doch irgendwas. You're the giant mushrooms I heard about in old folk tales. I never thought you'd turn out to be real, though. What are you? Oh, oh shoot! A human girl. And she's holding a bow. Should we? Wait. This mask on her face. Don't know why exactly, but it makes her look almost familiar. Not many of your kind coming here. Have you lost your way, girl? Oh, I like her bow. It's such a nice bow. Can I touch it? Did she come alone? Where's she? Keep it down, kids. Can't you see the grown-ups are talking? I'm looking for someone. And, well, the trail goes over the broken bridge, so... See, Borvi? The bridge is broken. It must have been the fire drake that burnt it. You mean a dragon? A vile, bloodthirsty reptile? No way you've got a real one here. Of course we haven't. A dragon just happens to be the best cover-up for whoever's behind that honey hustle. Anyway, they call me Borvi Borko. Slippery Jack at your service. My name's Yaga. What kind of name is that? What's that short for? Quit your jabbering. I can't hear what she's saying. Would you happen to know another way across the river? There is no other way, I'm afraid. We could rebuild the bridge for you, but... Or rather have a bunch of beavers do it for us. Yeah, we sure could do this. But we need to take care of the fire drake first. This terrible, mighty dragon and lost spirit I saw a while ago could be linked somehow. Did you happen to see it too? Oh, a lost spirit, huh? I'm afraid I didn't. The restless souls reveal themselves only to whom they choose. And sometimes they can carry lost memories. Lost memories? Yes, the ones you both share. You have to follow the spirit and relive the memories so the lost soul can finally rest. Some say it's nearly impossible that you may lose everything, including your life. But trust me, it's worth the risk. Because by helping the spirits, you might help yourself too. We all carry our own burdens. Yes. Such as the fire drake. Aber wäre das jetzt nicht was Gutes, wenn ich den mit dem Drachen helfe? Dragons used to be something you would rather hear about from the elders. Stories about beasts breathing fire, eating sheep, but honey. The beast, this bloody hole eater, built its nest somewhere in our forest. Sometimes it sticks its ugly head from a cave and demands offerings. Honey's enough for it now. But the spring's just begun.
It might grow hungry for meat or mushrooms. What a pile of rubbish. There is no bloody dragon. Just greed, vice, and deception. Honey is liquid gold. It rules the world, corrupts people. No wonder someone's using that for their own benefit. And we still can't afford to lose a single drop anymore. Guess I won't know who's right until I find out on my own. Honig klingt ja fast wie Gold. You've got a really burning issue here with the beast on your shoulders. But I really need to get across the bridge. So maybe we can help each other out? You seem like a crafty lass. Help us get rid of the beast, and we'll get the bridge fixed for you. Well, I'm not exactly a dragon slaying type. Oh, I'm sure you'll do just fine. Go find Rebel, a rather peculiar cursed type. He's a friendly face, even if it's a bit hard to tell. He'll tell you what's what. Dragon or not, this thing needs to be taken care of. But you should start by finding my friend, the Noble Grand Knight, and get yourself a good luck charm, such as a horseshoe. In any case, you should follow the dragon's roar. The roar? Just go to the caves west from here. All right, I'll see what I can do. Off to a great adventure I am. Wherever you are. Kann ich euch nicht einfach den Kopf abschießen? Ich meine, ich bin doch böse, so. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Hä? Wäre das nicht eigentlich eine gute Tat, auch jetzt dann auf der anderen Seite betrachtet, wenn ich denen helfe? Das ist doch irgendwie gaga. Gut, dann suchen wir mal diesen merkwürdigen... Drachen. Typen. Oh. Oh, laber. Wieso habe ich denn keine Angel? Na gut, keine Angel. Keinen Fisch. Ist das hier überhaupt der richtige Weg? Ach, guck mal. Ich speichere mal. Zumindest gehe ich davon aus, dass das ein Speicherpunkt ist. War das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Kann ich dich looten? Nein. Naja, es wird auf jeden Fall sehr einfach, böse zu sein. So viel steht schon mal fest. Oder hätte ich da auch einfach hingehen? Kann man da auch einfach... Ich werde das mal beim nächsten Mal probieren. Jedenfalls sammle ich jetzt erstmal alles schön ein. Noch mehr Federn. What is this? Steht da was drauf? So Pilze, Pilze. Wer ist er, Alter? Das wäre dann da lang, ja. Ach, okay, die Hütte vielleicht. Okay, wir gehen jetzt mal noch hier lang. Ich vermute mal, das ist sowieso ein Turnaround. Also hier gäbe es... Hi, miss. Miss, moment of your time. Oh, good day to you, Mr. Mr. Lava. Not a very good day to be alive, I gotta say. All underworld's at rage. The others protesting.
lost souls rigging around. And made tunnels blocked by those awful roots. Gotta dig the earth. It's got me all twisted. Tell me, miss. Did I go up or did I go down? Auch hier wieder. Ich meine, sollte das mir nicht eigentlich anzeigen, was gut und was schlecht ist? Naja, jetzt sind wir ja nun mal schon böse, dann machen wir mal. Oh, yes, that's so. Thank you, miss. I should get back to work. Demons aren't going to move themselves, are they? Oh ja. Oh, das war böse. Böse. Denke ich. Was ist das? Belus, King of the Underworld. Make my path run with blood of my foes. Guide me down the night, it runs with mine. Okay, das war jetzt auch böse. Ich sollte wirklich bei böse bleiben. Das ist jetzt... Ich meine, hätte ich den sonst abschießen sollen? Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Ist egal. Oh, guck mal, Honig. Okay. Oh, noch mehr. Noch mehr Honig. Ich brauche Honig. Hör mal, der hat sich da hingestellt so, und konnte nichts dafür. Der hat mich böse angeguckt. Der wollte abgeschossen werden. Ich habe schon wieder keine Pfeile. Auch mehr Stöcker. Mehr Stöckers braucht das Land. Ah. Minus immortal soul makes a shell. And their souls trapped in between, awaiting their chance. We've all been there. Oh. Was ist das? Was war das? Ich will es looten. Ich will es looten. Auf jeden Fall müssen wir hier regelmäßig den ganzen Spaß einsammeln, sonst gehen unsere Pfeile relativ flott down. So, wo sind wir jetzt eigentlich hergekommen, ey? Ja. So. Ah. Sehr schön. Eine Truhe. Und ein Zahn. Nice. You can brew an interesting stew out of it back at the hut. Wo sind wir denn? Oh. Also es ist auf jeden Fall ein Turnaround hier. Von da sind wir gekommen. Wir könnten auch noch nach da gehen. Da wäre die schwarze Katze. Wir müssten aber theoretisch nach da. And finally become a hero in your own story. Ja, die Stimme motiviert mich jedenfalls, gut zu sein. Ja. Oh, was ist er? Ja.
What the heck war das denn jetzt? Hä? Ach, gucke mal. May your hand be just, but your shield be sheathed. Okay, was macht die schwarze Katze? Ach, lol. Ach so. Ach so. Moment. Kann ich jetzt nicht noch irgendwas Hübsches kochen? Bräuchte noch einen Zahn. Bräuchte noch so eine komische... Eine komische Blume. Warte mal, die gab's doch hier, oder? Wir können doch schnell mal noch so eine Blume einsammeln. Die flogen doch hier. Da. Guck mal. Scharfschützen. Kriege ich dann mehr Damage? Damage ist immer gut. Guck mal hier, Scharfschützen. Was heißt jetzt? Das Spannen des Bogens geht deutlich schneller. Oh, das ist nice. Ah! Fertige 2 verfluchte Pfeile zum Preis von einem Mann. Das wäre natürlich besser gewesen. Egal. Erforderliche Energie für Hokusse. Hokusabwehr. So, kann ich das... Ach so, ich hätte mir auch eine größere Tasche machen können, ja. Ach so, das ist... Hä, aber ist ja gar nichts drin. Na gut. Auf jeden Fall spannen sich unsere Pfeile schneller. Und die Katze ist Schnellreise. So. Und dann bin ich ja jetzt eigentlich auch wieder am Platz zurück oder muss ich mir jetzt erst noch einen Platz aussuchen? Ach, das ist... Also das finde ich ganz cool, so eine Schnellreise. Sehr nice, sehr sexy. Ich würde sagen, wir gucken uns hier das nächste Mal weiter um. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst ein bisschen Support da. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.